Auf die Knochenmark- und Stammzellspende hat die Raffaelsklinik in Münster aufmerksam gemacht. Anlass war die erfolgreiche Spende von Stammzellen durch einen Krankenpflegeschüler. Damit konnte einem 43-jährigen Leukämiekranken das Leben gerettet werden. Die Stammzellspende ähnelt der Blutspende. Man bekommt zwei Nadelstiche an den linken und den rechten Arm. Rechts läuft das Blut raus aus dem Körper in eine Zentrifuge. Dort werden die Stammzellen gewonnen. Und das stammzellarme Blut läuft in den anderen Arm wieder in meinen Körper rein. Und das Ganze war viel einfacher und viel schmerzfreier, als ich mir das vorgestellt habe. Bei der deutschen Knochenmark-Spenderdatei sind allein 17.000 Spendenwillige aus Münster registriert. Die Zahl